Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder, euer Duckmobil mit der Betty und dem Alfred an der Kamera. Es gibt wieder die gewohnte Stellplatzvorstellung. Wo sollten wir wieder sein? Nachdem wir letzte Woche an der Mosel waren, sind wir wieder in den Niederlanden. Aber gar nicht so weit von der deutschen Grenze weg. Ganze 4 Kilometer hinter Emmerich stehen wir heute in Tolkamer am Oberrhein. Im Hintergrund könnt ihr schon den Stellplatz sehen. Bei absolut wechselhaften Aprilwetter am 23. März. Wir hatten einen wunderschönen Sonnenaufgang. Dann hat es gehagelt, dann hat wieder die Sonne geschienen. Wir haben die Kamera fertig gemacht. Jetzt haben wir wieder so eine Dunkelfront. Da hinten wird es wieder blau. Also wir versuchen das Beste draus zu machen. Es ist mega windig, was es eben auch noch nicht war. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Auf jeden Fall hat man hier den Stellplatz mit grandioser Aussicht. Es ist hier reger Binnenschifffahrtsbetrieb. Kreuzfahrtschiffe fahren hier vorbei, Versorgungsschiffe, die anderen Schiffe betanken, Schlepper. Also es gibt jede Menge zu sehen. Und wie ihr da hinkommt und wie ihr euch auf dem Platz anmeldet und hinstellt und so weiter, das zeigen wir euch jetzt. Gehen wir mal hoch zu der Einfahrt des Stellplatzes. Kommt mit! Es gibt 2 Möglichkeiten, wie ihr auf den Stellplatz gelangt. Entweder kommt ihr aus dieser Richtung. Wir sind unten die Promenadenstraße oder Uferstraße entlang gefahren. Und dann kommt ihr entsprechend über die Straße an diesen Blumenkübeln, wo in der Mitte schon gekennzeichnet ist, dass ihr durchfahren dürft. Der Stellplatz verfügt über 15 Plätze für Wohnmobile. Andere Fahrzeuge sind nicht erlaubt. Und die beiden letzten Plätze bitte nicht belegen. Das sind auf der rechten Seite, das sind Autoplätze für die Binnenschiffer, die hier unten eine Anlegestelle haben, wo das Personal wechseln kann oder man das Auto eben abstellt, um hier einkaufen zu gehen. Im Ort gibt es einen Jumbo, also einen Vollsortimenter, wo ihr alles Nötige bekommt. Hier vorne haben wir direkt die kleine Promenadenmeile, wo mehrere Lokale mit herrlicher Aussicht euch einladen, zu essen, zu trinken. Im Ort gibt es eine richtig urige Musikkneipe, eine Pizzeria, ein Dönermann, ein Metzger, ein Bäcker. 2 Bekleidungsgeschäfte habe ich noch gefunden auf die Schnelle und noch das ein oder andere Lokal war da auch noch versteckt. Also hier verhungert ihr nicht. Gut besucht, Öffnungszeiten freitags sogar bis 20 Uhr von den Geschäften. Und die Lokale waren gestern Abend alle geöffnet, als wir ankamen. Okay, dann habt ihr hier viele Möglichkeiten, super Fahrrad zu fahren. Wir sind in den Niederlanden, wir haben die Knotenpunkte, wir haben das Naherholungsgebiet hier direkt hier hinter The Billiard. Wir haben den Rhein, den man sich anschauen kann. Im Sommer fahren hier auch noch Ausflugsschiffe, die man nutzen kann. Emmerich ist in 6 Kilometern und ansonsten reicht es auch einfach hier den ganzen Tag in der Sonne zu sitzen und die Aussicht zu genießen oder mal einen leckeren Kaffee trinken zu gehen da oben. So, jetzt zeigen wir euch mal den Platz. Auf dem Platz gibt es noch diese Onboarding-Tafel. Einmal einen Ortsplan bzw. Plan von der Gegend hier. Wir stehen hier vorne, steht ja auch da, auf dem Zipfel. Schön durchnummeriert in unterschiedlichen Farben sind hier die Sehenswürdigkeiten und Restaurants und Lokale beschildert, so dass ihr euch hier gut orientieren könnt. Tolkamer geht über in Lobit. Wir haben hier The Billiard, dieses schöne Naturerholungsgebiet mit dem toten Rheinarm. Und hier hinten haben wir dann das Delta mit dem Pannedenkskanal und da haben wir auch noch das Vorschenkendanz oder so ähnlich. Da komme ich jetzt. Panneden. Steht nämlich da oben. Lese ganz klar okay. Vorteile. Dann habt ihr hier auf Niederländisch wie auf Deutsch nochmal einige Infos zum Stellplatz und wichtige Telefonnummern. Und
Der Stellplatz liegt ja im Gelderischen Eiland, also in der Gelderischen Inselwelt. Und hier ist ein Überschwemmungsgebiet. Das kann also sein, dass der Platz, der eigentlich ganzjährig geöffnet ist, geschlossen ist, weil hier Hochwasser herrscht. Also das kann sein. Schaut einfach auf die Webcam von Tolkammer. Da könnt ihr sehen, wie es aussieht hier mit dem Wasser. Dann dürft ihr hier 2 Nächte stehen. Länger ist nicht gestattet. Und es gibt 2 Bezahlmöglichkeiten. Abends kommt der, das steht hier so nett auf Niederländisch, der Camper-Inspekteur vorbei und kassiert die Stellplatzgebühren, die sich, hier steht noch 9 Euro, aus der Kurtaxe und der Stellplatzgebühr zusammensetzen. Ganz einfach, 2 Personen inklusive einem Hund, 11,10 Euro pro Nacht. Ich glaube, 1,10 Euro ist pro Fahrzeug die Kurtaxe. Irgendwie sowas war da, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Im Ende zählt ja die Gesamtsumme. Er gibt euch dann ein Ticket, das ihr sichtbar in eurem Fenster einhängt. Und an dem Ticket ist noch ein Anhängsel für eine Gratis-Tasse Kaffee. Und ihr bekommt zusätzlich noch etwas Infomaterial hier zu der Gegend und eine Fahrradkarte. Zeige ich euch gleich, wenn wir wieder im Wohnmobil sind. Der Kontrolleur kommt normalerweise abends vorbei und ansonsten wird sich in der Touristinformation, die sich hier befindet, dazu geht ihr einfach hier die Uferstraße entlang und hinten, wo die bunten Fähnchen an den Masten sind, geht ihr durch ein großes Tor und lauft im Grunde auf die Touristinformation zu. Dort könnt ihr euch während der Öffnungszeiten, samstags sind die von 10 bis 16 Uhr anmelden. Und in unserem Fall kam er auch heute Morgen vorbei und hat kassiert. Also von daher hatte ich jetzt nicht nachgefragt, ob es jetzt immer so ist, dass er zweimal kommt. Aber macht es nicht wie unser Nachbar und fahrt, bevor ihr bezahlt habt. Kommt leider immer wieder vor und beobachten wir auch immer wieder. Stehen bleiben dürft ihr bis zum nächsten Tag, 12 Uhr. Danach muss abgereist werden. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, bei ihm könnt ihr bar, aber auch mit EC-Gerät zahlen. Er hat so ein EC-Cash-Gerät dabei, also von daher mit den gängigen Karten könnt ihr hier auch bezahlen und in der Touristinformation sowieso. Dann haben wir ansonsten nochmal hier die Öffnungszeiten der Touristinformation. Dienstags bis Freitags 10 bis 16 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Und in der Nebensaison haben wir etwas verkürzte Öffnungszeiten von 11 bis 15 und 11 bis 13. Sonntags und montags ist geschlossen, aber da kommt ja unser Inspekteur. Netter älterer Herr, nochmal vielen Dank für die herrliche Begrüßung heute Morgen. Und wir freuen uns, dich morgen schon wiederzusehen. Ja. Dann haben wir hier auch nochmal wichtige Telefonnummern, Polizei, Hausarzt und so weiter. Und für den Notfall seid ihr dann gewappnet. Sollte der Platz hier belegt sein, habt ihr noch verschiedene Ausweichmöglichkeiten. Hier haben wir noch einen Stellplatz am Restaurant Swaneblom. Dann gibt es noch den Stellplatz, der ab April öffnet im Yachthafen Bieland, und es gibt noch 2 kleinere Campingplätze. Da oben bei Erd und der andere ist auch da oben, da komme ich jetzt nicht dran. Also, und was hier nicht dabei steht, hier bei Spike ist ja ein Übernachtungshafen für die Binnenschiffer gebaut worden. Da entsteht ein neuer Stellplatz. Den zeigen wir euch in einem anderen Video. So. Dann zeige ich euch mal, wie die Parzellen aussehen. Die 15 Parzellen, die ihr hier vorfindet, sind alle komplett gepflastert im gleichen Untergrund wie auch der Fahrweg. Die Parzellen sind markiert mit helleren Pflastersteinen, die euren Bereich anzeigen. Die Größe ist, wenn ihr den Abstand von 1,50 Meter, den ihr vorne zu der Einfriedung, oder wie soll man es nennen, zu dem Rohr einhaltet, ist die Parzelle 6 x 9 Meter groß.
Und vorne eben die 1,50 Meter Abstand halten, damit jeder da mit seinem Stromkabel vorbeigehen kann, weil alles muss ja nach hinten an die Steckdosen. Die zeigen wir ja, euch gleich. Ja, könnte hinhauen. Ja, zeigen wir euch auch gleich. Dann gehen wir mal zu den Steckdosen am besten. Ihr könnt auch nur die Markise aufmachen. Nicht? Doch. Doch. Also ich sag mal, Platz hier noch, wenn kein Wind ist. In den einschlägigen Foren steht zwar immer, dass der Platz sehr eng und klein ist, können wir jetzt nicht sagen. Also mit unseren 7 Meter völlig ausreichend und hier haben auch größere gestanden. Wie lang war der eine? 9? Ja. 10? Also der war schon groß. Und solange ihr zwischen den beiden Pflanzsteinen durchpasst, müsste es funktionieren. So, dann zeigen wir euch noch die Stromsäulen. Am Ende des Stellplatzes befinden sich dann die erwähnten Stromsäulen. Wir haben hier, jetzt muss ich mal zählen, 2, 4, 6, 12 Stromsäulen für die 15 Stellplätze. Was nicht so toll ist, ist, dass wirklich diese Stromsäulenversorgung am Ende des Platzes steht und ein 25 Meter Kabel nicht reicht, wenn du auf den äußeren Stellplätzen stehst. Also von daher, wer autark steht, nutzt vielleicht besser die vorderen Plätze, damit die, die Strom benötigen, hier hinten mit dem 25 Meter Kabel auskommen. Der Preis für den Strom ist 1 Euro für die Kilowattstunde. Und wenn ihr denkt, Alfred hat mich heute Morgen geprügelt, weil ich hier so komisch zusammengestaucht stehe. Nee, es ist wirklich kalt. Wir haben 6 Grad und einen richtig fiesen, böigen Wind. Ich prügel meine Frau nicht. Wenn, dann vergrabe ich die im Schlamm. Aha, das ist aus in der Mosel. Guckt euch das letzte Video an, dann wisst ihr warum. Hier ist kein Schlamm, hier ist ja Sand. Wir sind ja hier am Rhein und nicht an der Mosel. Ja, hast du Glück gehabt. Abgesichert sind die Steckdosen mit 6 Ampere und wie das gehandhabt wird, das kennt ihr ja. Münzeinwurf, Stecker rein, Knöpfchen drücken, Strom läuft. Ach, Alfred, kannst du noch mal hier auf die Plattform, wo wir im Intro standen, drauflenken? Da haben wir hier vorne ja diese Plattform, wo ich am Anfang des Videos drauf gestanden habe. Interessante Sache zum Beobachten. Hier legen die Schiffe an und hier wird das Personal gewechselt. Oder man legt an und fährt mal eben zum Jumbo, der sich im Ort befindet, Lebensmittel kaufen. Dann wird da der PKW, gestern richtig großer Kombi, ne, abgeladen. Dann wird einkaufen gefahren und die hatten wohl Zeitdruck. Der kam hier angepäst, der ist über die Brücke gefahren. Ich dachte, der wollte über das Schiff springen. Na, dann kommt der Kran. Das Ding wird vertaut und dann wird das da drauf gehievt. Und dann geht es weiter. Also richtig interessant, was man hier beobachten kann. Und von der Lärmbelästigung, das hörst du kaum. Also außer das Dieselgetucker, manche Containerschiffe sind ein bisschen lauter. Ab und zu hört man da hinten die Werft, wenn die wieder auseinanderkloppen. Ja, aber das ist ein Schrottplatz. Aber heute ist Samstag, heute wird gearbeitet. Ich glaube nicht, dass sie morgen am Sonntag arbeiten. Ist aber auf jeden Fall eine interessante Sache. Wir machen ja wieder zu dem Video, wie ihr das kennt, natürlich auch ein Drumherum-Video. Und da wollen wir vielleicht mal versuchen, gleich hinzufahren. Örtchen-Tolkhammer bietet wirklich eine Menge knuffelige alte Sträßchen, nette alte Häuser, gepflegte Grünanlagen und dann natürlich im Hintergrund das Naherholungsgebiet The Billard. So. Auf dem Stellplatzgelände befinden sich 3 dieser Müllschlucker. Da könnt ihr dann euren Abfall entsorgen oder nehmt ihn mit nach Hause, weil alles Mögliche kann man hier schlecht reintun. Aber es ist super sauber. Trennen muss man nichts. Es ist sogar ein Zigarettenausstreicher da dran. Also von daher auch die Kippen nicht durch die Gegend werfen oder in den Rhein. Es ist für die Entsorgung gesorgt. Thema Entsorgung. Es gibt keinerlei andere Entsorgung von eurem Grauwasser oder eurer Toilette. Das auch kein Frischwasser. Und auch kein Frischwasser. Wie gesagt, wie am Anfang schon erwähnt, bietet der Platz eine gute Aussicht und eine Stromversorgung, Abfallbehälter, aber und WLAN natürlich, aber ansonsten Entsorgen und Frischwasser müsst ihr von anderswo mitbringen. Da es in der Nähe noch weitere Camping- und Stellplätze gibt, werdet ihr aber mit Sicherheit etwas finden. Alternativ in Emmerich im Yachthafen gibt es ja auch die Möglichkeit für
für Durchreisende. Aber wie, da kommt wieder ein Schiff und schon ist man dann wieder abgelenkt und hat doch wieder was Tolles zu sehen. Wie gesagt, ganz toll sind diese ganz großen Flusskreuzfahrtschiffe, die hier fahren. Vom Anliegebetrieb ist es nicht mehr ganz so krass, weil 2 Kilometer vor Tollkammer in Spike ein, wie nennt sich das, Binnenschlafhafen, nee, ein Übernachtungsplatz für Binnenschiffe gebaut wurde. Dort können 50 Binnenschiffe in einer schönen großen Mulde sich nachts vertauen. Dadurch ist es hier etwas ruhiger geworden, aber vorbeifahren ist ja auch schön und man hat kein Schiff vor der Nase, das einem die Aussicht nimmt. Okay. So, ihr geht einfach hier unten am Ufer vorbei. Und hier vorne kommt schon der Durchgang, wo ihr zur Touristeninformation gelangt. Ihr könnt natürlich auch hier oben über die kleine Promenade gehen. Aber ich kann euch schon sagen, da riecht es abends so lecker, da kommt ihr nicht bis zur Touristeninformation. Also gestern war ich froh, ich habe nicht mein Portemonnaie vergessen, dass ich kein Geld mit hatte. Ansonsten hätte ich ohne Alfred mir schon was Leckeres da gegönnt. So, da ist das Tor. Da könnt ihr dann durchgehen. Und dann lauft ihr auch schon prompt auf die Touristeninformation zu. Da hinten ist sie. Da. Ups. Ein nettes Gimmick ist noch, dass ihr hier, wenn ihr auf dem Stellplatz steht, eine Stempelkarte bekommt. Dort wird jede Übernachtung abgestempelt. Und wenn ihr 5 Übernachtungen voll habt, gibt es die 6. gratis dazu. Ist das nicht nett? Also da nochmal vielen, vielen Dank an die Gemeinde Tolkammer. Das finden wir mega. Und da sind wir auch schon beim Fazit zu dem Video. Beziehungsweise nicht zu dem Video. Ihr könnt unser Video bewerten, indem ihr uns einen Kommentar und ein Like da lasst. Aber unser Fazit zum Stellplatz und der Umgebung. Super gepflegter Stellplatz, mega Kulisse. Wir sagen, das kann sich sehen lassen und wir haben uns wohlgefühlt. Also von daher, ich habe wieder den Schal davor, man hört mich kaum. Mega gut und Alfred gibt wieder sein Sternchen dazu. Auch bei schlechtem Wetter kannst du da einfach nur sitzen. Es ist wirklich so viel zu sehen. Wir haben ja auch schon öfters oben im Rhein gestanden, am Mittelrhein. Da ist nicht so viel Schiffsverkehr wie hier. Mega interessant. Vor allem auch mit dem Personalwechsel der Matrosen hier auf dem Steg. Von daher, kommt auch mal her. Schaut es euch an. Ihr werdet es nicht bereuen. Und jetzt sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.